Zusammen. Wir fahren jetzt wieder zurück in das Jahr 1921 und zwar in den eiskalten Winter im hohen Norden der Staaten und zwar in Alaska. Wir sind am Klondike River. Das ist die Goldgräber-Ecke. Die eigentliche Goldgräberstimmung oder Hochbogenhochzeit ist schon längst vorbei. Nichtsdestotrotz sind noch genügend Leute dort, die ihr Glück probieren und versuchen, der Erde halt die letzten Goldreserven da zu entreißen. Ihr seid alles auch verwegene Goldgräber, der ein oder andere schon ein bisschen länger dabei, der oder die andere dann doch ein bisschen frischer. Wir sind mitten im Winter. Es ist ein lausig kalter Winter, ziemlich extrem. Das haben also diejenigen, die schon länger da sind, so bisher noch nicht erlebt. Wirklich sehr viel Schnee, schon seit Ewigkeiten. Und in diesem Gefilde schlagt ihr euch jetzt also durch. Ihr, das seid... Fangen wir mal mit Ladies First an. Auf der einen Seite Andrea, die spielt den Benjamin Hansen. Ja, Benjamin, toller Typ. Hat einen Claim. Oder einen Teil, Anteil an einem Claim. Und den teilt sie sich mit Wilbur Grant, ein deutlich älterer, griesgrämiger Goldgräber. Den spielt Saal. Und man muss hinzufügen, den... Wenn man sich die Qualifikation anschaut, den einzigen richtigen Goldgräber hier. Und der dritte im Bunde ist Ralph Norris, gespielt von Tim. Ja, schönen guten Tag. Auch ich habe ein Stück vom Glück geholt und hoffe mal, dass es mir Gold ist. Das habe ich dir sogar verkauft. Ja, das war sehr nett von dir. So ein gutes, reibungsloses Geschäft. Na, ich glaube, Wilbur fand das nicht so toll. Ja, aber gut, das ist dein Claim, du kannst mir tun, was du willst. Genau. Wir sind an einem relativ frühen Morgen noch, die Sonne ist noch nicht so wirklich aufgegangen, es ist also noch recht dämmerig, düster, als es dann bei euch, wo fangen wir denn mal an, wir fangen mal bei Wilbur Grant an, an dessen Hütte pocht es laut und heftig. Ich zieh mir mal die Decke fester um die Schultern, die ich mir übergeworfen habe, während ich mir mein Frühstückskaffee gemacht habe und schlurfe zur Tür. Vor der Tür steht ein Bekannter, ein Nachbar. Das ist Walter Coffin, der ziemlich aufgeregt da steht und Wilbur! Wilbur! Ja, was ist? Hast du Zebediah gesehen? Was? Hast du Zebediah gesehen? Nein, nicht heute Morgen. Verflucht, hast du heute Nacht die Wölfe auch gehört? Zwischendurch, ja. Was ist denn los? Zebediah ist losgezogen heute Nacht. Er wollte die Wölfe vertreiben hier mit seiner Flinte. Ist nicht wieder zurückgekommen. Ich mache mir heute wirklich Sorgen. So lange bleibt er eigentlich nicht raus. Kannst du mir suchen helfen? Ich trommel ein paar Leute zusammen. Treffen wir uns nachher. Ja. Gib mir ein paar Minuten. Lass uns um 10, sagen wir um 11 Uhr. Um 11 bei mir. Okay. Bis dahin habe ich noch ein paar weitere Leute zusammengetrommelt. Um 11. Und rüst dich vernünftig aus. Denk dran, ist nicht verkehrt, wenn du auch gleich eine Flinte dabei hast. Wenn wir die Wölfe erwischen, dann können wir es denen auch auf diese Weise mal zeigen. Also bis 11 dann, ja? Das ist ja nicht mein erster Tag hier, bis 11. Damit stapft er durch den tiefen Schnee weiter zum nächsten Claim und pocht bei Ralph Norris an die Tür. Nicht minder laut. Ralph! Ralph! Ja, einen kleinen Augenblick, bitte. Ich stehe auf, werfe mir einen Morgenmantel über den guten, mit ganz viel Pelz. Meine Füße stecke ich kurz in die guten Pelzstiefel und ein bisschen fröstelnd öffne ich dann die Tür und schaue ihn fragend an. Das hat aber gedauert hier, aber ist egal. Hast du Zebediah gesehen? Zebediah Ward? Mein Partner hier, Mann! Nein, habe ich nicht. Ich fürchte Schlimmes. Wir müssen ihn suchen gehen. Kannst du mithelfen kommen? Das kann ich wohl tun, ja. Okay, pack deinen Kram zusammen. Vielleicht nimmst du deine Elefantenbüchse mit. Treffen uns um 11 bei mir. Dann bis später. Die dritte Station bei Benjamin Hansen verläuft nicht wirklich anders. Auch da pocht er laut an die Tür. Ja, ich komm ja schon. Was denn los? Ich brauche ein paar Mann. Wir müssen meinen Partner suchen gehen.
Zebediah ist weg. Wollte heute Nacht ein paar Wölfe verscheuchen und ist nicht zurückgekommen. Ich sag doch die ganze Zeit immer, dass wir die abknallen müssen. Ich hol meine Flinte, dann bin ich dabei. Ja, pack noch ein paar Sachen ein. Könnte sein, dass es länger dauert. Wir treffen uns um 11 bei mir. Ich muss noch ein bisschen los, damit ich noch ein paar weitere Mann kriege. Ich werde da sein. Damit stapft Walter Coffin wieder los in Richtung weiterer Hütten von Nachbar Claims. Und ihr könnt mal überlegen, was ihr einpackt, was ihr mitnehmen wollt für eine zunächst ungewiss lange Rettungsexpedition im tiefen Schnee von Alaska. Ich packe natürlich, wie gewünscht, mein Gewehr mit ein, nehme ordentliche Munition mit. Ich packe meine Arzttasche. Das klingt jetzt wie, ich packe meinen Koffer. Ja, genau. Packe so alles rein, was ich so für die erste Hilfe brauche. Und ja, sorgt dafür, dass ich festes Schuhwerk dabei habe. Nehme vielleicht noch ein paar so Schneeschuhe mit. Fülle mir eine Thermoskanne oder so eine Wasserflasche mit einem heißen Tee und einer heißen Suppe. Gehe davon aus, dass wir sowieso nur so weit gehen, dass wir am Abend wieder zurückkommen. Also nehme ich jetzt nämlich nicht großartig noch irgendwie Zelt oder sonst irgendwas mit. Bei Benjamin sieht's ähnlich aus. Nimmt natürlich die Flinte mit, die Lee Enfield und genug Munition. Dickste Kleidung, die da ist. Natürlich genug Kippen, um so einen langen Tag zu überstehen. Und irgendeine Lichtquelle. Es wird ja relativ früh dunkel. So eine Öllampe. Ja, genau. Ja, und Schneeschuhe. Wilbur Grant wird gegen 11 zum Treffpunkt stapfen, auch in dicker Kleidung, das Gewehr geschultert, die Schneeschuhe unterm Arm, sodass er bereit ist, die anzuziehen, sobald es losgeht. Außerdem hat er sich zur Sicherheit noch einen dicken Schlafsack mitgenommen, sollte doch was dazwischen kommen und ein bisschen Proviant zusätzlich, so für einen halben Tag, falls irgendwas passiert, irgendwas dazwischen kommt, so einen kleinen Beutel mit so kleineren Werkzeugen, Steigeisen, Hammer, Seil um die Schultern gehängt. Falls man da irgendwo hängen bleibt, irgendwie aufgehalten wird, ausgerüstet ist fürs Gröbste. Wirkt dann so ein bisschen wie ein gut bepacktes Wichtelmännchen unter seinem dicken Hut, so wo der Bart so ein bisschen rausquellt zwischen Schal und Hut. So ausgerüstet trefft ihr euch dann bei Walter Coffins Hütte. Vor der Hütte steht schon ein Hundeschlitten parat mit laut kläffenden Hunden. Dieser Mann, Hiram Grant, steht dabei und versucht die Hunde einigermaßen unter Kontrolle zu bringen oder zu halten. Ihr kennt ihn, ist auch einer eurer Nachbarn, ein englischstämmiger Goldgräber, der immer recht gerne so diesen Landadel ein wenig heraushängen lässt. Und immer prahlt von wegen, ja, dass in England ja vieles besser wäre und dass er schon überall gewesen ist auf der Welt, Großwildjagden hinter sich gebracht hat. Und als er euch euer gewahr wird, grüßt er auch und winkt, die Verstärkung kommt. Ja, wenn ihr wollt, ihr könnt eure Ausrüstung auf den Hundeschlitten lagen. Auf dem Hundeschlitten liegt schon jede Menge drauf. Große Plane, sieht aus, als wäre das also ein Mehr-Personen-Zelt. Ein paar Taschen mit Lebensmittelvorräten. Möchtet ihr eure Sachen dazu packen oder lieber selber tragen? Ich trage meine Sachen selbst. Weil wenn Hundeschlitten aus welchem Grund auch immer wie durchdreht oder so, dann sind die Sachen weg. Ja, ich habe jetzt auch nicht so viel an Sachen, dass ich die nicht selber schleppen kann. Bin aber etwas alarmiert, dass da Zelt und Lebensmittel und sonst was drauf ist. Verdammt, meint ihr, es ist wirklich so weit weg und verschwunden, dass wir hier länger unterwegs sein werden? Wie weit kann er gegangen sein, um die Wölfe abzuknallen? Ja, weit nicht, aber die Wölfe ziehen ja schon recht weit umher. Außerdem, ich will hier mich nicht davon überraschen lassen von den Witterungen. Es schlägt hier doch relativ schnell um und so wie es dies Jahr aussieht, schnell lausig kalt. Ich habe keine Lust auf eine Nacht im Freien hier im Schnee. Wollt ihr nicht doch lieber nochmal zurück noch ein paar Decken holen? Na gut, besser ist das wohl. Wenn das geplant ist, dann brauche ich einen Schlafsack und Decken. Also die will ich tatsächlich auch dann noch holen und bei mir an meinem Rucksack, Tasche, wie auch immer, damit befestigen. Also während ihr losmarschiert, kommt euch ein weiterer jüngerer Mann entgegen, Sam Weston. Ihr kennt ihn oder habt ihn schon mal gesehen in Dawson, dem nächstbesten Ort da. Der arbeitet dort als Handlanger im örtlichen Laden. Ihr habt schon mal vernommen, dass er eigentlich immer auch gerne Goldgräber wäre, aber ist zu spät irgendwie angekommen. Also er hat auf alle Fälle noch keinen Claim abgekriegt. Ist bei jedem schon mal vorstellig gewesen, hat gefragt, ob er nicht einen Teil davon haben könnte oder so. Aber bei den meisten oder eigentlich bei allen ist er abgeblitzt und wartet halt jetzt, dass irgendwann mal irgendwo ein Claim frei wird. Er grüßt auch, hat auch Sack geschultert und Ausrüstung dabei, wird sich also auch auf die Reisegesellschaft begeben und ganz eindeutig dann
mit unterstützen. Was mit Wilbur? Wilbur mustert das Ganze ein bisschen kritisch, hat sich aber darauf eingestellt, seine Sachen selber zu tragen, so dass er die nur abgestellt hat, bis es losgeht, neben sich. So ein Rucksack, das Bündel, was er da trägt. Okay, also noch weiter ausgestattet kommt ihr zu Walter Coffin zurück. Mittlerweile hat sich auch noch eine weitere Person dort eingefunden. Das ist die Hazel Bloom, eine etwas ältere Dame, die recht gut befreundet ist mit Walter Coffin und Zebediah Ward. Und es wundert euch überhaupt nicht, dass sie mit dabei ist. Eine sehr rustikale und viel fluchende Frau, aber ansonsten ein Herz, die eigentlich immer für alles zu haben ist. Und wenn irgendwo Not am Mann ist, dann auch da ist. Sie hat einen eigenen Claim auch. Ist also auch eine Goldschürferin oder Goldsucherin seit die meisten von euch da denken können. Außer Wilbur Grant, der ist natürlich schon deutlich länger da. Aber ihr kennt sie alle. Walter Coffin grüßt den letzten Ankömmlingen dann noch und sagt, okay, so, dann sind wir ja jetzt komplett und können losziehen. Irgendwelche Vorschläge, wohin wir zunächst unsere Richtung wenden sollten? Vielleicht Richtung Norden, wenn er die Wölfe verjagen wollte. Ja, das klingt vernünftig. Weil denn keine Spurensucher hier? Na, in der Zwischenzeit ist einiges an Schnee gefallen. Du kannst gerne mal einen, sozusagen, mindestens schwere Probe auf Spurensuche machen. Ja, nee. Geworfen hast eine 44, eine 15 hätte es sein müssen. Das passt also nicht. Also du stellst wirklich auch dann nur fest, so viel Neuschnee, wie da im Laufe der letzten Stunden gefallen ist. Du bist froh, dass noch die eigenen Spuren, Fußspuren, die ihr gerade gezogen habt, da zu sehen sind. Von daher ist der Vorschlag, nach Norden zu marschieren, wahrscheinlich der sinnvollste. Denn es ist so allgemein bekannt, dass die Wölfe, wenn sie denn mal ins Tal kommen, aus Richtung Norden halt reinwandern. Und damit stapft ja dann los. Owen Grant führt halt den Hundeschlitten, der schwer beladen ist, also nicht noch Platz, dass er dann auch noch da drauf könnte, aber er führt halt die Hunde dann vor und so zieht er dann los. Die Wolken hängen recht tief und schwer bedrohlich über die ganze Lage. Also eine Sonne wird man im Laufe des Tages sicherlich nicht sehen, aber das ist in den letzten Tagen und Wochen eigentlich schon immer so gewesen. Also keine wirklich prickelnde Sonntagsausflugssituation. Die recht unwirtliche Lage macht also auch das Vorankommen recht schwierig. Diejenigen, die Schneeschuhe mitgenommen haben, werden die relativ bald schon anziehen und damit losstapfen. Große Distanzen legt also so erstmal nicht zurück. Aber nachdem ihr so circa 2 Stunden marschiert seid, ja, gebt mir mal alle mal eine Probe auf Verborgenes erkennen. Benjamin ist beschäftigt mit seinem Equipment. Der ist nicht so geschickt mit Schneeschuhen laufen und. Nee, da muss ich da erstmal so ein bisschen dran gewöhnen hier, ne? Aber auch Wilbur und Ralph sind ziemlich beschäftigt. Ihr seid 2 Stunden unterwegs, kommt mittlerweile an einen Nadelwaldrand, der das gesamte Blickfeld oder Sichtfeld da abdeckt. Ihr müsst also jetzt in den Wald hinein und kurz bevor ihr dann in den Wald betretet, hört ihr von hinten Oren Grant rufen, also der Hundeschlittenführer. Seht mal da drüben, da, und zeigt in Richtung Osten. Ist da drüben was? Was soll denn da sein? Seht ihr was? Worauf sollen wir denn achten? Ja, da ist da was Farbiges da drüben, da unter den Bäumen. Da ragt da was aus dem Schnee raus. Hätte ich meinen Fälscher hier mitgenommen. Wie weit ist denn das weg? Ich sehe es immer noch nicht. Vielleicht 50, ja, maximal 50 Meter weiter ist es nicht. Lasst uns mal hin. Dann schauen wir doch mal nach. Wer geht hin? Ja, ich stapfe mal mit. Also ich gehe auf jeden Fall. Ich stapfe da einfach auch in die Richtung und folge Benjamin. Oren Grant bleibt zurück beim Hundeschlitten. Walter Coffin stapft mit euch los. Sam Weston und Hazel Bloom bleiben auch beim Hundeschlitten. Und als ihr der Stelle, auf die Oren gezeigt hat, näher kommt, seht ihr tatsächlich, dass da irgendwas da aus dem Boden herausragt, was beim Näherkommen aussieht wie ja eine Hand, die so ein bisschen aus dem Schnee 20, 30 Zentimeter rausragt. Natürlich mit dem Arm dran. Ne? Oh. Verdammt. Haben wir einen Spaten? Da ist einer. Na, vorsichtig. Nicht, dass wir irgendwelche was näher verletzen. Auch wenn ich nicht glaube, dass da noch was zu retten ist. Aber ich gehe in die Knie und buddel mal im Schnee so ein bisschen die Stellen frei und gucke, wo dann der Arm in den Körper übergeht, dass ich dann irgendwann weiß, wo dann auch dann vielleicht ein Kopf ist, den man identifizieren kann. Ja, du gräbst ein bisschen weiter und der Arm fällt dir dann auch schon entgegen, denn dieser ist völlig körperlos. Ist nur ein Arm?
Kann man erkennen, ob das eine Männerarm oder ein Frauenarm ist? Das ist ein Männerarm. Und ich als Mediziner kann vielleicht auch ein bisschen ungefähr erkennen, ob das der Männerarm eines älteren oder jüngeren Menschen ist und vielleicht auch, wie lange der da schon im Schnee liegen mag. Also es ist ein älterer Mensch und der Arm ist komplett durchgefroren. Mhm. Kannst aber gerne mal so ein bisschen Medizin oder Erste Hilfe werfen. Ja, mache ich sofort. Das ist ja wirklich so heute sehr hold. Unfassbar. Ja, also 99 zu werfen, ist ungünstig, ich weiß. Ich will jetzt nicht spoilern, ne? Aber es gibt schon Gründe, warum du da in Alaska bist. Ja. Ja. So ein Forscherarzt unter uns. So, so. Ja, also du stellst fest, dass dieser Arm wahrscheinlich nicht mehr zu retten ist. Wie gesagt, er ist komplett durchgefroren, richtig steif, da lässt sich nichts mehr bewegen. Oberflächlich erkennst du, dass da ein paar Bisswunden wohl noch mit drin sind. Nun, also lässt mir die Person finden, dem dieser Arm gehören mag. Der Frau. Der Frau? Du hast mal gesagt, das ist ein Männerarm. Nee, bei der 99, die du geworfen hast. Also, welcher armen Frau auch immer dieser Arm gehört hat, da lässt sich nichts mehr machen. Kommt ja durchgefroren. Pockt aber so gegen. Frau, was kennst du denn für Frauen mit solchen Armen? Guck dir das doch mal an. Aber zumindest ist der Arm angeknappert worden. Hier sind Bisswunden. Verdammte Wölfe, ich hab's doch immer gesagt. Wo haben die wohl den Rest des Körpers? Was hat denn unser, den wir suchen, was hat er denn getragen? Ob Walter das weiß? Ist da auch noch irgendwie Kleidungsrest dran oder ist es ein nackter Arm? Ist auch Kleidung dran. Also an der Hand ist auch so ein Handschuh noch, hängt noch dran. Und Walter erkennt das tatsächlich. Verflucht! Das sind doch die Handschuhe, die Sebadiah hat. Hey, ist das Sebadiah? Wo ist der? Und fängt ein wenig panisch an, im Schnee weiter zu buddeln. Aber irgendwie Blutspuren oder so, also irgendwie gefrorene Blutreste oder so, also hier im Schnee nicht zu entdecken. Nein. Ich meine, wir haben ja nur hier ein bisschen rumgewühlt schon im Schnee. Hätten ja sowas durchaus bemerken können. Mhm, hättet ihr bemerken können, ja. Habt ihr aber nicht. Also ist nichts. Also nein, es sind keine da, ja, sagen wir so. Okay. Also glaub nicht, dass. Also immer muss ich einen Arm hierher gebracht haben. Blutspuren sind hier nirgendwo zu sehen. Ja, oder mittlerweile im Schnee schon weg. Es hat geschneit. Wer weiß, wie lange der hier schon liegt. Wilbur kann mal auf Naturkunde gehen. Naturkunde. Mhm. Unerwartet. Okay. Ja, aber ganz knapp, ja? Na, dann lassen wir den Arzt auch nochmal Naturkunde machen. Der Arzt? Ralph. Vielleicht kann er das ja besser, man weiß es nicht. Nein, kann er auch nicht. Das hat irgendwie Methode, ne? World 20 mag mich nicht. Oder Ralph nicht. Sieht ganz so aus, ne? Sieht ganz so aus. Ach, du hebst ja einfach die guten Würfel fürs Finale auf. Ist schon ach so, okay. Ja, kann auch sein. Ja gut, das sind definitiv Wolfsbisse, ne? Ganz definitiv Wolfsbisse. Ja, was macht er? Lasst er den Walter da weiter buddeln? Nein. Mensch, Walter, das hat doch keinen Sinn. Der muss doch irgendwo sein hier. Ja, wir suchen ihn weiter, aber hör jetzt hier auf. Das bringt ja nichts. Ich stapf mal so im Umkreis ein bisschen um die Stelle, so mit 2-3 Metern Abstand, wo das begraben wurde, ob da irgendwo noch Spuren irgendwas zu finden ist. Mhm. Dann geh mal auf Spurensuche. Nee, ich glaube, wir wollen halt nichts. Okay, wir setzen gleich mal alles zurück. Hey. Auch eine 96, also ehrlich, ne? Plötzlich ergibt alles einen Sinn, warum wir nach Alaska gehen mussten, weil wir nichts können. Mhm. Oh Mann. Schnee, ne? Es gibt jede Menge Schnee. Wenigstens etwas. Walter lässt sich von euch wieder zurückführen zum Schlitten. Dort warten auch schon ganz gespannt Orm Grant und die anderen beiden. Habt ihr was gefunden? War da was? Walter, was ist mit dir los? Ja, haben leider was gefunden, aber nicht so gut. Ja, ich halte halt diesen Arm in die Mitte. Oh Gott, verflucht! Ist das Zebedaias Arm? Wo ist der Rest von ihm? Nicht da, wo der Arm ist. Das waren Wölfe. Die haben wahrscheinlich den Rest des Körpers weggeschleift. Wir finden den schon. Na, für wenn die Zahlen. Auf jeden Fall. Ja, aber was müssen die Wölfe hier aufgescheucht haben? Also eigentlich... Die gehen doch nur auf Menschen, wenn die wirklich in großer Not sind. Große Not? Was glaubst du, was die bei dem Winter hier haben? Rund und pummelig sind die bestimmt nicht. Ja, aber hier gibt's doch auch Wild, was sie jagen können. Tun sie aber nicht, Scheißviecher sind das. Wir sollten weitermachen. Einvernehmliches Murmeln und Nicken. Ja, lasst uns losziehen.
Ich glaube, die Richtung stimmt ja dann auf jeden Fall. Ja, also diesen Arm, weiß ich, in irgendeine Decke wird er gewickelt oder so, oder mit ein bisschen Schnee zusammen und dann, keine Ahnung, landet er auf dem Schlitten. Und damit macht ihr euch weiter halt durch, ja, oder geht jetzt in den Wald rein und zieht da ein gutes Stück weiter nach Norden. Ein recht beschwerlicher Weg, nachdem ihr ja jetzt insgesamt 3 Stunden unterwegs gewesen seid, wird es Zeit mal für eine Rast. Es wird vom Hundeschlitten also die ein oder andere Dose runtergeholt, Essen verteilt, Lagerfeuer aufgemacht, an dem man sich ein bisschen wärmen kann. Es ist ja dann mittlerweile dann ja 14 Uhr, geht auf 15 Uhr zu. Die hellste Zeit des Tages ist schon vorbei. Es geht also wieder Richtung Dämmerung, aber noch sind ein paar Stunden Tageslicht übrig. Und nachdem ihr wieder losmarschiert, den Wald verlasst, kommt ihr an einen zugefrorenen See. Relativ große Fläche mit Schnee bedeckt. Richtung Norden müsstet ihr also übers Eis oder einen recht großen Weg um den See herum machen. Wirkt das Eis fest? Wenn du ein paar Schritte drauf machst, da knirscht nichts, das fühlt sich bombenfest an. Gibt's irgendwelche Spuren oder so auf dem Eis, die, aber wahrscheinlich ist das alles zugeweht oder wenn überhaupt. Ist alles zugeweht, gleichmäßig Schnee drüber. Mit Glück siehst du vielleicht irgendwo mal ein paar Tierspuren, dass da irgendwo ein Reh oder ein Fuchs mal drüber gehüppelt ist. Ja, wir können ja nicht ewig unterwegs sein. Nee, das wäre ja ein Riesenumweg. Also rüber. Ich nicke. Ich nicke auch. Ja. Sam Weston sagt, ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir nicht alle auf einem Haufen rübergehen. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen verteilen. Vielleicht der Hundeschlitten zuerst. Well, sagt Orban Graham, ja, vielleicht nicht verkehrt. Wenn die Hunde einbrechen, dann sind es wenigstens nur die Hunde und nicht wir. Wenn die Hunde einbrechen, ist die Expedition vorbei. Ich nick so Richtung der ganzen Ausrüstung, die da hinten drauf liegt. Ja, was schlägst du vor? Ich geh voran. Und schau, ob's hält. Sieht doch solide aus, das Eis. Aber grundsätzlich ist es vernünftig, wenn wir uns aufteilen. Und uns ein bisschen verteilen hintereinander. Irgendjemand Einwände? Ich schüttel den Kopf. Wilbur geht vor? Genau, ich geh vor, ich schau halt sorgfältig und lausch sorgfältig auf jedes Anzeichen von Knirschen oder ähnliches. Wisch auch immer mal so mit dem Fuß, schleife ich auch immer mal wieder übers Eis, so dass man mal unterm Schnee vielleicht sieht, ob da irgendwo das Eis besonders dünn scheint, wo man durchschauen kann oder sowas. Also da ist überall mindestens 20 Zentimeter Schnee irgendwie drüber. Das heißt, durch das Eis durchschauen kannst du nicht. Bei jedem Schritt hörst du das Knirschen des Neuschnees, das sich da verdichtet. Aber es ist wirklich nur das Knirschen vom Schnee und kein Knacken von irgendwelchem Eis, das da drunter unter deinem Gewicht Probleme bereitet. Das darf. Okay, ich folge ihm vorsichtig mit ein Stück Abstand. Dann gib mir alle mal eins auf Geschicklichkeit. Ihr reist heute wirklich nichts, ne? Soll ich auch schon mal würfeln, weil ich will dann auch so noch, keine Ahnung, die so 20 Schritte so gegangen sind. Ihr seid alle jetzt, genau, ihr seid alle auf dem Eis, von daher. Wie breit ist denn der See? Also wie lange würde die Überquerung dauern? Also eine Meile müsste, glaube ich, mindestens rüber. Ja, also ich schlitter sehr, komme wieder ins Rutschen und mache komische Verrenkungen, wenn ich da rüber gehe. Ja, ich bin auch nicht sonderlich standfest. Aber ich bin schon mal aus dem 90er-Bereich raus. Also bei einer normalen Probe komme ich sehr gut voran. Genau, also Wilbur hat schon einige Winter mitgemacht. Der kommt also Schwanensee gleich rüber, während die anderen dann doch eher ab und zu schlittern, da ins Wanken geraten. Hier und da sich dann mal auf eine Stelle kommen, wo dann der Schnee, ja, vielleicht treten die Fußstapfen des Vorgängers. Und das ist dann irgendwann dann doch so festgetreten und rutschig, dass man da ein bisschen ins Wackeln kommt. Insgesamt dauert also die Überquerung des Sees eine ganze Ecke. Der Himmel hat sich noch ein bisschen zugezogen. Ihr seht ziemlich düstere Wolken da aufziehen. Das verkündet nichts Gutes. Das Wetter wird sich also in kürzerer Zeit, ja, wird umschlagen und da ist mit Schnee, weiterem Schnee zu rechnen. Auf der anderen Seite vom Ufer, sagen wir, es sind jetzt so 17 Uhr, doch schon arg dunkel geworden. Ja, gebt mir mal nochmal auf ein verborgenes Erkennen. Wilbur sieht nichts. Der ist beschäftigt damit, einen geeigneten Lagerplatz zu finden. Wohingegen Ralph Norris. Yes. Du siehst auf der
relativ ebenen Schneefläche, die ja so quasi nahtlos vom See auf das Ufer übergeht, eine Erhebung. Die ist auch weiß. Ich mache einen kleinen Abstecher sozusagen von der Strecke, die ich eigentlich gehen wollte, und stapfe da mal vorsichtig hin. Durch diese kleine weiße Erhebung schimmert etwas Farbiges hervor. Ja, vielleicht die Wöhn bei dem Arm. Ich hocke mich so auf ein Knie und mit einer Hand wische ich da so ein bisschen weg und versuche da so das so frei von Schnee zu befreien und zu gucken, was genau sich denn dort befindet. Du findest einen menschlichen Leichnam. Fehlt dir ein Arm? Frage A, fehlt ihm ein Arm? Ist es ein, kann man erkennen, ob es ein Männlein oder ein Weiblein ist? Ich schließe daraus, dass Benjamin gerade auch dahin geht, ne? Ja. Wilbur ist beschäftigt, einen Platz auszumachen zum Rasten. Okay. Dann haben sich Sam Weston und Hazel Bloom, als die sehen, dass Benjamin und Ralph sich da unterhalten und da über so eine Ecke beugen, auch dahin bequemt. Was habt ihr da? Es ist eine Leiche. Ist das Zebediah? Das ist die Frage. Was für eine Kleidung trägt diese Leiche? Hat sie einen Kopf oder ist es nur ein Torso? Oder? Also wenn du den ganzen Schnee weggefegt hast, stellst du fest, das ist eine fast vollständige Leiche bis auf einen Arm. Und das ziemlich panisch verstellte Gesicht ist das von Zebediah. Ralph und Benjamin dürfen sich auf alle Fälle mal eine Stabilitätsprobe machen. Ja, das heißt, Benjamin hat's nicht geschafft. Darfst dir 1W3 Punkte Stabilität abziehen. Das gleiche gilt auch für Ralph. Also das Gesicht ist dermaßen verzerrt in einer panischen Fassung, die euch doch ganz klar erkennen lässt oder sehen lässt, dass dasjenige, was derjenige oder was Zebediah gesehen hat, bevor er das Zeitliche gesegnet hat, ihn doch mehr in Angst und Schrecken versetzt haben muss, als alles, was ihr bisher so erlebt habt. Ja, ich mach das, was man halt so macht. Ich nehme meine Pelzmütze ab und halte sie so vor die Brust, gehe so kurz in mich und meine so, Benjamin, Mr. Hansen, holen Sie doch mal eine Decke, bitte. Jesus, hast du den Gesichtsausdruck gesehen? Der ist ja völlig, boah. Ich gehe zurück und... Ja, ich lege erstmal meine Mütze über das Gesicht, damit die anderen, die dazu kommen, das erstmal nicht sehen. Es reicht ja, wenn Benjamin und ich uns irgendwie sichtlich erschrecken über den Anblick. Stopp. Benjamin zurück. Ja, holt eine Decke. Möchte jemand noch sich den Leichnam näher anschauen? Zum Beispiel unter Aufwendung von Medizin und Erste Hilfe. Ja, ich hoffe ja gerade. Also zum einen würde ich tatsächlich gucken, ob man irgendwie irgendwas noch gucken kann, dass irgendwo noch weitere Bisswunden sind. Ist die Kleidung irgendwie zerfetzt an irgendwelchen Stellen? Hat er noch irgendwas bei sich, was man an sich nehmen kann, was noch zu gebrauchen ist? Und kann man flachen mit Schnaps oder irgendwie sowas in diese Richtung. Und ich kann gerne einmal schauen, was meine leidlichen medizinischen Kenntnisse mir denn sagen, wenn ich mehr als nur einen Arm vor mir liegen habe. Ja, geht doch. Ja, tiefgefrorene Körper sind nicht unbedingt dein Fachgebiet oder tiefgefrorene Arme. Aber nachdem du so deinen ersten Schock überwunden hast, kommt dann doch wieder so ein bisschen Professionalität durch. Und du bemerkst bei deinen Untersuchungen, dass der Leichnam von Zebediah auch komplett durchgefroren ist. Ja, er macht den Eindruck, wenn du drauf klopfst, ne? Als wäre er massiv aus Eis. Das passiert nicht so ohne Nacht, nicht einfach über Nacht. Also das ist ein Status, den du dir, also selbst bei dieser Kälte, nicht ja nach 24 Stunden im Schnee, die es ja noch nicht einmal sind, vorstellen könntest. Also um einen menschlichen Körper so durchzufrieren, das bedarf schon einiger Tage. Außerdem, wo du also jetzt dann auch die Wunden dir ein bisschen näher anschaust, siehst du, ja, der Arm ist regelrecht ausgerissen worden. Der ist nicht abgebissen oder abgenagt oder abgefallen, der ist wirklich komplett rausgerissen. Das ist eine schier unvorstellbare Kraft, die man aufwenden muss, um, egal ob jetzt bei einem lebenden oder bei einem toten Körper, einen Arm vom Rumpf abzutrennen. Also jeder, der in meiner Nähe ist, wenn ich den Körper da untersuche, kann halt hören, wie ich ständig irgendwelche Laute der Verwunderung von mir gebe. War es eigentlich der linke oder der rechte Arm, der ihm fehlte? Der linke. Irgendwie aber irgendwelche Sachen von ihm liegen nicht da in der Nähe rum. Nein.
Also Walter ist mittlerweile auch angekommen, weil als Benjamin die Decke geholt hat, Walter erkennt es sofort, dass das Zebediah ist. Und aus der Entfernung ist es also auch kein Ding zu erkennen, dass da nichts mehr zu machen ist. Verfluchte Wölfe! Was haben die mit Zebediah gemacht? Das waren keine Wölfe. Was? Wie? Benjamin kommt wieder zurück. Was soll es denn sonst gewesen sein? Hier, seht ihr die Wunde am Arm? Wölfe reißen einem nicht die Arme raus. Vielleicht ein Bär, der im Winterschlaf gestört wurde. Bär. Oh, hier soll doch... Meint ihr... Oh, dieser Bär, von dem habe ich doch schon gehört. Er ist so ein richtig großer. Meinst du wirklich? Also, ich kann nur sagen, dass dieser Arm, der wurde... Ja, das sieht aus wie herausgerissen. Das ist keine Bisswunde. Das schafft kein Wolf. Was macht Wilbur? Nachdem ich irgendwie Ausschau gehalten habe, ob es irgendwo ein lohnendes Ziel gibt, um sich unterzukommen, um sich ein bisschen vor der Witterung zu schützen, die da vor uns einbrechen könnte, wird mir wahrscheinlich irgendwann auffallen, dass relativ viele Leute plötzlich gar nicht mehr so nah sind und sich da irgendwo sammeln. Was mich dann dazu bewegt, krummelnd den Umweg oder die Schritte zu machen, um mich zu ihnen zu gesellen. Du siehst die Gruppe, wie sie um eine am Boden liegende Decke herumstehen und wild diskutieren über Bären und Wölfe. Ja, ich räusper mich mal laut und nick so Richtung Himmel. Ja, richtig. Helfen Sie mir doch, die Leiche einzuwickeln in eine Decke und dann... Ja, hier, ich hab die Decke geholt. Bringen wir sie auf den Hundeschlitten. Ich helfe dir beim Tragen. Sofern es möglich ist. In dem Moment, wo ihr die Leiche vom Boden heben wollt, stellt ihr fest, dass sie mit dem Boden verbunden ist. Ist festgefroren. Wie kann denn das sein? Wie lange hat er denn hier gelegen? Ich dachte, er ist erst gestern los. Er ist doch vollkommen durchgefroren. Das habe ich noch nie gesehen. Von hinten hört er Irm Grant rufen. Leute, soll ich das Zelt jetzt hier alleine aufbauen oder was? Vielleicht hat jemand einen Eispickel dabei. Vielleicht können wir ja versuchen, ihn vorsichtig aus dem Eis herauszuschlagen. Wir können ihn nicht hier liegen lassen. Walter sagt, ich habe auf den Schlitten habe ich einen Spaten draufgepackt. Vielleicht hilft der. Probieren wir mal. Wir müssen ihn ja mitnehmen. Wir können ihn nicht hier lassen. Ja, ich setz mal meinen Rucksack ab, wo ich ja ein bisschen an was Werkzeug mitgenommen habe. Vielleicht habe ich da auch was Kleines, Passendes dabei, was man irgendwie nutzen könnte. Der Himmel zieht immer bedrohlicher zu. Es wäre vielleicht eine Idee, statt jetzt 5 Gaffer da rund stehen zu haben, sich vielleicht ein bisschen aufzuteilen. Gut, also diejenigen, die am kräftigsten aussehen, sollen sich dann darum kümmern, dass der gute Zebediah aus dem Eis geschlagen wird und dann kann sich der Rest ja um das Zelt aufbauen und kümmern. Aber das reicht, glaube ich, wenn sehr wirklich so 2 oder 3 Leute sind, die sich darum kümmern. Sam, Benjamin, sagt Walter, seht zu, dass ihr Zebediah da loskriegt. Ja, ich probiere es mit den Spaten. Wir anderen sollten versuchen, das Zelt jetzt aufzubauen, das Nachtlager fertig zu machen. Ich glaube, das sieht nicht gut aus da oben. Bevor ich meine Mütze quasi davon das Gesicht entferne, sage ich Sam, pass auf, er sieht wirklich grauenhaft aus. Er muss etwas Furchtbares gesehen haben. Und nimm dann diese Mütze auf und setzt sie wieder auf. Kannst ja die Decke direkt wieder drüber ziehen. Oder so. Oder hat Wilbur absolute Neugier und will das unbedingt sehen. Ich glaube, die wesentlichen Basics Toter habe ich mitbekommen. So emotional bin ich jetzt nicht. Nee, ich pack den Rucksack zusammen und zieh den hinter mir durch den Schnee zum Zelt, um dort anzupacken. Hazel sucht im nahegelegenen Wald nach einigen Holzscheiten und macht ein notdürftiges Lagerfeuer, auf dem sie dann einigen Schnee schmilzt und ein dürftiges Essen halt mit zubereitet. Die anderen bauen ein recht großes Zelt auf, während Aaron Grant dann noch Geschichten erzählt von seiner Großwildjägerei und dass er seitdem ja immer bestens ausgestattet ist für die freie Natur und er liebt ja die Natur und das ist die Herausforderung oder die letzte Herausforderung für den Menschen. Und so gelingt es euch auch mit vereinten Kräften, das Lager irgendwie aufzubauen, während Sam und Benjamin dann da an der Leiche dann rumklopfen und sie dann irgendwie dann vom Eis dann auch lösen oder vom Boden lösen und in der Decke zum Lager halt schleifen. Sag einmal, Walter, hier in der Nähe soll es doch einen Indianerstamm geben. Ist der hier in der Nähe oder sind die ganz woanders? Hazel sagt, das ist die Richtung hier. Ein Stückchen weiter noch nach Norden. Da könnte man morgen problemlos hinkommen. Wieso?
Und vielleicht haben die ja was mitbekommen, ob hier irgendwas, ob hier vielleicht ein Bär im Winterschlaf geweckt wurde. Die Naturvölker haben doch irgendwie ein Gespür für sowas. Ja, vielleicht nicht verkehrt. Walter, was meinst du? Ja, ein Umweg ist es auf alle Fälle nicht. Geht ja Richtung Norden weiter. Nun, Zebediah haben wir gefunden und ihn haben wir gesucht. Ja, aber die Wölfe, die will ich noch dran kriegen, die das getan haben. Ich bleib dabei. Den armen Zebediah haben keine Wölfe hingerichtet. Ja, dann war es eben ein Bär. Das ist Zebediah in der Decke. Bei dem Wetter sollten wir vielleicht lieber zurück. Ich glaube, da schauen wir nicht mehr. Ja, heute auf alle Fälle nicht mehr. Nun, aber heute kommen wir auch nicht weiter Richtung Norden. Und wir sollten vielleicht nicht unser Leben riskieren, nur um einige Wölfe zu jagen. Was heißt hier nur einige Wölfe? Die Wölfe kommen nur ab und zu her und die meistens passiert nichts. Wir sollten vielleicht vorsichtig sein und ein Auge offen haben. Aber es lohnt sich doch nicht bei dem Wetter, sein Leben dafür zu riskieren. Nein, nein, wir sollten jetzt hier bleiben und das Lager befestigen. Über Nacht aufpassen, dass das Feuer nicht ausgeht und dann schauen, wie das Wetter morgen früh ist. Ja, es wird recht schnell dunkel. Was macht ihr? Legt ihr euch direkt schlafen? Erstmal was essen. Nach dem Tag mal ein bisschen in Flachmann schauen. Ja, also auf alle Fälle was essen, einen Tee trinken oder ein bisschen heiße Suppe und für Sorgen, einmal ein gutes Nachtlager zu haben. Egal, ob es nun Wölfe sind oder Bären sind, wir sollen auf alle Fälle dafür sorgen, dass immer mindestens eine Person, besser noch zwei, abwechselnd wach sind, um auf das Lager aufzupassen. Da bin ich keine böse Überraschung erleben. Nachtwache ist nicht verkehrt, sagt Grant. Ja, ich fühle mich noch fit. Ich mach die erste Schicht. Ich mach die zweite. Ich sitze hier mit meiner Flinte. Ob es jetzt ein Wolf oder ein Bär war, ich knall ihn ab. Vielleicht sollten wir zur Zweitwache halten. Ja, ich wache mit Orym Rand zusammen, der hier die erste Woche. Vielleicht kann Walter mit unserem Benjamin zusammen Wache halten und ich wache mit Sam. Hey, vergesst mich nicht, nur weil ich eine Frau bin. Also, weckt mich morgen früh. Ich mach dann die letzte, sagt Hazelblum. Okay, so begeben sich alle jetzt dann ins Zelt, wickeln sich in die Decken oder Schlafsäcke oder was auch immer sie mitgebracht haben ein, während Orym Grant dann draußen zusammen mit Ralph Wache schiebt, etwas kleiner werdenden Lagerfeuer. Orym Grant hat seine Elefantenbüchse da, prüft die, holt die Munition raus, tut sie wieder rein, klappt sie auf und zu. Ja, ich tue es ihm gleich mit meinem Gewehr. Aber wir prüfen, dass alles gut geölt ist, nichts wie gefroren ist oder irgendwo Wasser rangekommen ist oder so, was gefroren ist. Und ja, marschiere das Lager so ein bisschen ab. Immer wieder so aufstehen, so alle halbe Stunde. Und lausche ein bisschen in die Nacht. Schaue gelegentlich gen See und dann auf die andere Seite. Ja, es ist stockduster. Ne? Also die Wolkendecke ist geschlossen. Es schneit auch. Dadurch sind auch keine Sterne am Himmel zu sehen. Also auch wenn alles weiß ist vom Schnee, es ist wirklich einfach nur stockduster. Und wie gesagt, ihr sitzt ja auch da am Lagerfeuer. Wenn man also was sehen könnte, dann wärt ihr das. Aber ansonsten ist da nichts zu sehen. Gelegentlich hört man das Rufen von irgendwelchen Eulen. Aber ansonsten ist es ruhig und friedlich, soweit man von friedlich reden kann. Ja, also wie so nach zweieinhalb Stunden Wachen wecke ich dann zusammen mit Aram die nächsten beiden, die Wache halten wollten. Das waren ja, glaube ich, Benjamin und Walter. Insofern nichts passiert. Nö, es passiert nichts. Und dann mümmel ich mich meine Decke ein, in meinen Schlafsack ein und hoffe, ein bisschen Schlaf zu finden. Meine Flinte quasi mit unter der Decke, sodass sie gleich bei mir liegt und da nichts passiert. Benjamin und Walter setzen sich also jetzt vors Zelt. Mhm. Und ja, nachdem so die Hälfte eurer Wache vorbei ist, vernimmt ihr ein Wolfsgeheul. Oh, ich wusste es, Wölfe. Stell sicher, dass die Flinte geladen ist. Guck so in die Dunkelheit, ob ich irgendwie eine Richtung einschätzen kann, wo das Geheul herkommt. Ihr seid so mitten in einem Tal drin. Das ist so, richtig kann man es nicht lokalisieren. Vielleicht sind sogar mehrere, die von unterschiedlichen Seiten her heulen. Also zwei meinst du, hörst du auf jeden Fall. Also zwei verschiedene Lokationen kannst du irgendwie so ausmachen. Zwar nicht genau eingrenzen, aber es heult von mindestens zwei Seiten. Kann man irgendwie einschätzen, wie nah die dran sind? Hört sich das noch entfernt an oder schon recht nah? Ich würde sagen, so im Umkreis von maximal 2 Meilen. Walter, die Wölfe sind nicht mehr weit weg. Wir sollten
ziemlich genau aufpassen. Meinst du, wir sollen jemanden wecken? Oder sollen wir warten? Ich bin mir nicht sicher. Wir sollten uns auf jeden Fall die Waffen schutzbereit halten und uns hier nicht unnötig wegbewegen. Machen wir das. Auch wenn es hier lausig kalt ist und ich mich gerne bewegen möchte. Bleiben wir hier am Feuer, wo es noch hell ist. Ja, vielleicht sollten wir das Feuer ein bisschen größer machen. Was denkst du? Lass uns noch ein, zwei Scheite draufwerfen. So, werft also noch zwei Scheite drauf. Das Feuer brennt nach einiger Zeit ein gutes Stück heller. Ja, das Wolfsgeheul ist verklingt, hört er nicht wieder. Und so geht dann eure Nachtwache dann auch vorbei. Es wird Zeit, die nächsten beiden zu wecken. Ralph und Sam, ne? Wilbur und Sam, ja, genau. Richtig. Ich war schon dran. Eine Wache reicht mir. Ja, ich setze mich mit Sam draußen hin, schaue, dass das Feuer brennt, dass die Waffe funktioniert und bereit ist, sollte irgendwas sein, und beginne dann eine sehr schweigsame Wache. Ja, Sam tut's hier gleich, also auch er guckt eigentlich ziemlich genau, was du machst. Niemand, wo du halt dann die Waffe bereit machst, dann kam da seine Lee Enfield auch raus, prüft die, checkt nochmal die Munition da rein. Hey, Wilbur, was glaubst du, was das war? Was? Die Wölfe? Wer weiß. Norris hat gesagt, das wären keine Wölfe. Norris. Hast du schon mal Wölfe gesehen, die sowas machen? Die einen Mann töten? Wer weiß. Aber ich würde mir auch nicht alles so auf die schwere Schulter nehmen, was Norris sagt. Wir werden sehen, ob Wölfe kommen, ein Bär. Oder wir einfach nur mit einem guten Mann Verlust nach Hause zurückkehren können. Sag mal, sagt er nach einer Weile, weißt du, wie ich an den Claim kommen kann? Hier. Ich hab keinen Bock, da noch länger als Handlanger immer zu arbeiten. Ich befürchte, ihr bist zu spät. Aber vielleicht sucht Walter jetzt nur einen Partner. Meinst du, ich soll mal fragen? Ja, vielleicht sollte ich das tun. So, wenn wir zurück sind, warte noch einen Tag. Sei anständig. Und mehr als dich zum Teufel jagen kann er nicht. Ja, hast vielleicht recht. Ist vielleicht ein bisschen pietätlos, wenn ich jetzt frage, ne? Bisschen. So friert ihr euch den Rest der Nacht durch, ohne dass irgendwie großartig was passiert. Außer, dass sicherlich nochmal 10 Zentimeter Schnee runterkommen. Ich schick dann, wenn so ein bisschen, wenn die Nacht so fast vorbei ist, ist Sam ins Bett. Der soll Hazel rausschicken. Die kriecht auch bald laut fluchend aus dem Zelt halt hervor. Die Flüche alleine reichen dir aus, um zu sehen, Hazel geht's gut. Also ich werde dann auch bei ihr bleiben für die letzte Wache. Hat sich dick eingemurmelt in der Decke, auch ihre Flinte, Schrotflinte so über den Schoß gelegt, kaut auf Tabak rum, spuckt gelegentlich dann auch mal aus. Ausgerechnet Zebedaya hat's erwischt. Schande drum. Die Guten, sagt man ja. Die Guten erwischt zuerst. Wem sagst du das, Wilbur? Wem sagst du das? Nun, aber wenn man hier lebt, dann muss man das Beste draus machen, nicht? Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob das Beste war, was wir gemacht haben. Ich denke, solange sich jetzt nicht bestimmte Leute mit ihrem Übermut morgen dazu hinreißen lassen, weiter zu suchen und den Wölfen hinterher. Wir haben's versucht. Hey, willst du umkehren oder was? Ich denk schon. Wir haben ihn gefunden, so traurig es auch ist. Und wer weiß, wie das Wetter wird. Wenn ich mir Leute angucke, wie Benjamin Norris, ich weiß nicht. Also ich will schon wissen, und was auch immer das war, ist mir egal, ob das jetzt Wölfe waren oder Bären, aber morgen holt es noch jemand anderen von uns. Wenn das Wetter besser wäre, würde ich dir zustimmen. Andererseits ist Jebediah alleine in der Nacht rausgezogen, um die Wölfe zu verjagen. Vielleicht sollte uns das einfach eine Lehre sein. Verdammt. Vor seiner eigenen Hütte. Kannst du da noch ruhig schlafen in deiner eigenen Hütte? Wenn wir zurück sind? Nee. Das ist auch schon schwierig genug. Die Knochen. Irgendwann macht sie sich auf, ja, wieder mal einen Topf Schnee zu schmelzen und einen Kaffee zu kochen. Zumindest irgendeine dunkle, schwarze Brühe, in der auf jeden Fall der Löffel stehen bleibt. Der berühmte Blumenschüttkaffee. Genau. Auf jeden Fall ist das Ding sehr aromatisch, was dann den einen oder anderen im Zelt dann auch schon allein deswegen wecken wird. Kaffee. Fein, fein. Kaffee, sagt eurem Grant. Geht da nix über richtigen Tee. Habt ihr noch was Wasser für mich übrig? Natürlich nicht. Was soll's? Trinke ich eben diese Brühe.
Hauptsache was Warmes jetzt. So sammeln sich alle nacheinander am Lagerfeuer. Ein gutes Stück heller geworden jetzt. Wenngleich die dicke Schneewolkendecke sich nicht verzogen hat, es weiterhin lausig kalt ist. Die Hunde rappeln sich aus den Schneehöhlen heraus. Die haben sich einschneien lassen. Ja, wohin geht's jetzt weiter? Ich würde dir vorschlagen, mal kurz die Indianer aufzusuchen, die was mitbekommen haben. Weiter nach Norden. Ja, sehe ich auch für sinnvoll. Ich äußere ein weiteres Mal meine Bedenken. Ach, Wilbur, du alter Bedenkenträger. Aber dann lass mir nicht nachsagen, dass dann einer von denen auf meine Kappe geht, wenn wir hier nicht alle durchkriegen. Ich lass so den Blick über die Menge schweifen, so mal kurz auf Benjamin und Sam. Hey, was guckst du mich an? Sagt der Sam. Ich bin, glaube ich, der fitteste von allen hier. Das ist gut. Schulter das Gewehr und mach mich dran, das wieder auseinanderzunehmen, wieder zu entladen nach der Wache. Ja, sonst wollen wir das Lager hier bestehen lassen und wir gehen in einer kleinen Gruppe zu den Indianern. Uns aufteilen? Ich halte das nicht für eine gute Idee, wenn das Wetter umschwingt und schlechter wird. Hättest du Gift drauf nehmen, dass das Wetter schlechter wird? Also abbauen. Ja, lass uns zusehen, dass wir möglichst schnell hier weiterkommen. Je mehr Zeit wir verlieren, desto dramatischer wird das Wetter hier. Ich stapf dann mal ins Zelt, hol meine Sachen und helf dann mit, das Zelt abzubauen. Mhm. Die anderen packen auch mit an. Ja, Ralph packt ebenfalls mit an. Relativ bald das Lager abgebrochen und ihr marschiert weiter Richtung Norden. Dazu müsst ihr erstmal auch wieder durch einen Nadelwald hindurch. Immerhin in dem Wald hält sich dann so die Schneedecke einigermaßen in Grenzen, sodass man ganz gut vorankommt. Die Leiche von Zebediah, die liegt auf dem Hundeschlitten, nehme ich mal an. Genau, die hat mir auf dem Hundeschlitten gelegt und auch irgendwie so ein bisschen befestigt, dass da der, wenn das ein bisschen ruckelt, nicht gleich runterfällt oder so. Ja gut, Seile sind da genug da, um irgendwas zu fixieren. Ja. Es dauert gute zweieinhalb Stunden, bis ihr den Wald wieder verlassen habt und eine größere Lichtung kommt, in deren Mitte einige Wigwams emporragen und ihr seid in der Indianersiedlung angekommen. Ihr seid am Indianerlager angekommen. Vor den Zelten hocken diverse, ja, der Ureinwohner. Hier und da brennt ein Lagerfeuer. Die Frauen sind da beschäftigt. Was macht ihr? Ja, Norris war ja, glaube ich, einer der großen Verfechter der Indianer. Vielleicht sollten sich Mr. Coffin und Mr. Norris das mal sich annehmen, die Indianer zu befreien. Mr. Coffin, wie spricht man die denn an? Da sind einige bei, die durchaus der englischen Sprache mächtig sind. Ja, gut, okay. Ich bisschen verunsichert, das ist so meine erste Begegnung mit den amerikanischen Ureinwohnern, was mich da ist nicht erwartet und bis drüber nachdenken, ob das eine bescheuerte Idee war, wie zu dir gehen zu wollen, stapfe ich dann so in Richtung Mr. Coffin gucken, so mal so, sie kommen doch mit, oder, Sir? Richtung der, das eines der Lagerfeuer irgendwie, oder irgendwie da, wo die, wenn welche Männer zu sehen sind, irgendwie eine der Männer irgendwie zu. Einer der Männer erhebt sich, macht da so eine Geste, die dich heranwinkt und ja, recht offenherzig halt wirkt und dich recht freundlich begrüßt. Ah, da tauche ich auch gleich ein bisschen auf und lächle irgendwie ein bisschen, ja, zurück. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Weißer Mann ist ziemlich weit ab vom Schuss. Wir haben einen der unseren gesucht. Wir haben ihn leider gefunden. Ich weiß so in Richtung des Hundeschlittens, wo man ja, glaube ich, ganz gut erkennen kann, dass da irgendwo eine Leiche, wenn auch in Decke gehüllt, sich irgendwo befestigt befindet. Er ist von einem großen Tier oder was angegriffen worden. Habt ihr irgendwas gehört, ob irgendwelche Bären vielleicht erwacht sind aus dem Winterschlaf? Bären sind hier immer. Aber was mache ich denn hier? Kommt doch alle heran. Er winkt auch die anderen dazu und sagt, setzt euch beim Feuer. Es geziemt sich nicht, Gäste in der Kälte stehen zu lassen. Das ist sehr großzügig. Meine Manieren. Mein Name ist Ralph Norris. Guten Tag. Kaicho, stellt er sich vor. Kaicho. Häuptling der Athabasken. Ja, ich setze mich dann dahin. Walter Coffin setzt sich auch dazu. Sam Weston und Hazel Bloom auch. Auch im Grant fixiert den Hundeschlitten. Und lässt sich die Gelegenheit auch nicht entgehen, sich am Lagerfeuer da wieder ein bisschen aufzuwärmen. Was machen Benjamin und Wilbur? Ja, nehme ich direkt in Anspruch. Schau mich ein bisschen neugierig im Lager um. Also Wilbur ist skeptisch, der bleibt am Hundeschlitten erstmal zurück. Oder auch nicht. Okay, was macht Wilbur, nachdem der Häuptling euch eingeladen hat, näher zu kommen, ans Feuer zu setzen?
Nun, dann wäre es unhöflich, sich nicht dazu zu setzen. Aber ich setze mich so ein bisschen abseits, also dass die, die begeistert mit den Indianern sprechen wollen, das auch können. Akaichu bringt das Gespräch relativ schnell wieder auf, ja, das von Ralph begonnene. Ihr vermisst einen der euren? Ja, der gute Zebediah. Er verließ unser Dorf vor 2 Tagen und weil er Jagd auf ein paar Wölfe machen wollte. Und nun, wir haben gestern ihn in 2 verschiedenen Teilen wiedergefunden. Zuerst seinen Arm und dann später ihn auf dem See. Weiß aber nicht wirklich schlau, bei diesem Winter alleine Jagd auf Wölfe zu machen. Muss aber ein Bär gewesen sein. Ja, also sein Arm wurde eindeutig, also ich bin Arzt, ich habe ein bisschen einen Blick für sowas. Sein Arm wurde eindeutig herausgerissen, großer Kraft. Das kann kein Wolf sein. Als du das sagst, dass sein Arm herausgerissen worden ist, merkst du eine Veränderung bei Akaichu. Sein Gesicht verändert sich von dem verständnisvoll freundlichen hin zu einem eher besorgten, stirnrunzelnden, vielleicht sogar etwas ängstlichen. Ja, ich schaue ihn fragend an, versuche meinen Blick zu legen, wenn ich ihn so musste, dass ich erkannt habe, dass er irgendwas bemerkt haben muss, anhand dessen, was ich ihm gerade erzählt habe. Norris, ich glaube, ihr macht euch besser wieder in Heimat. Lasst mich euch eine Legende meines Großvaters erzählen. Vielleicht versteht ihr dann. Als mein Großvater ein junger Mann von vielleicht 20 Jahresläufen war, war unser Stamm um ein Vielfaches größer als dieser Haufen, den ihr jetzt hier noch seht. Wir waren stolze Fallensteller, Jäger und Krieger und ein besonders stolzes, großes Volk. Dann aber kam ein Winter auf unser Tal hernieder. Ein Winter, wie ihn die Athapasken nie zuvor gesehen hatten. In wenigen Tagen fielen unglaubliche Massen an Neuschnee, und schon bald konnten meine Vorväter nicht mehr jagen, nicht mehr fischen. Nachdem die Vorräte meines Stammes knapp wurden, entschied man sich unvorsichtigerweise, den Marsch in die Berge anzutreten, um den dort lebenden Wild nachzustellen. In der ersten Nacht hörten sie das Heulen. Die jungen Männer, wie mein Großvater, sagten, es seien nur Wölfe. Doch die Älteren hatten Angst, denn sie wussten, dass in den Bergen seit Menschengedenken Teufel hausten, weiß bepelzte, gehörnte Bestien, deren Klauen und Zähne einen Menschen mühelos in 2 Teile reißen konnten. Sie sind die Kinder des Windschreiters. Als solche gebieten sie über die Kraft des Winters. Zuerst verschwand nur ein einzelner Jäger, und wieder schrieben es die jungen Krieger den Wölfen zu. Man schloss sich zusammen, wenn man jagen ging. Doch führte das nur dazu, dass immer schneller, immer mehr unserer tapferen Krieger verschwanden. Und immer war doch dieses furchtbare Heulen, das der Wind von den Bergen herabtrug. Als mein Stamm endlich erkannte, dass sie in ihrer Maßlosigkeit die Bergteufel erzürnt hatten, führte mein Großvater, einen der letzten Krieger eines einstmals stolzen Stammes, die wenigen Überlebenden zurück ins Flusstal. Auch wenn nie wieder ein Winter so hart wurde, dass es einen Bergteufel in die Nähe unseres Stammes getrieben hätte, begleitet uns doch das Wissen um ihre Existenz und beeinflusst uns in unserem täglichen Tun. Glaubt mir, das klingt nicht gut. Damit steht er auf, er wendet sich ab, ruft ein paar Sachen in der Sprache der Indianer, die euch nicht geläufig ist. Vereinzelt kommen irgendwelche Kommentare zurück. Und dann merkt ihr aber eine Veränderung unter den Indianern. Es kommt Bewegung auf. Inwieweit Bewegung? Die vorher vor den Zelten saßen und Fell gegerbt haben, packen ihre Sachen ein. Die Fische geräuchert haben, nehmen die Fische weg, packen sie ein. Andere gehen zu ihren Zelten, holen Decken heraus, packen alles in die Decken, falten die Zelte zusammen. Es sieht aus nach Aufbruch. Hm. Ihr geht? Was ist denn hier los? Wenn der weiße Bergteufel tatsächlich erwacht sein sollte, möchte ich mein Volk in Sicherheit wissen.
sagt Akaicho. Wenn ihr meinen Rat haben wollt, tut ihr das Gleiche. Entschuldigt. Ich muss mich um meinen Stamm kümmern. Gut, ich stehe auf, nicke ihm zu, habt Dank und habt eine gute Reise. Möget ihr auch gut behütet zu den Euren zurückkommen. Nicke dem Häuptling zum Abschied zu, respektvoll, und schau dann so mal erwartungsvoll in die Runde, wie die anderen Mitglieder der Gruppe auf die Geschichte reagiert haben. Ich kratz mir so am Kopf, setz dann die Mütze wieder auf. Das ist doch Humbug. Heißer Berg, Teufel. Es wird da schon eine normale Erklärung für geben. Bisschen extreme Reaktion. Ich zucke halt auch so mit den Achseln nach dem Motto so, ich weiß es doch auch nicht. Und sage, er nimmt es auf alle Fälle ernst genug, dass sie tatsächlich ihr Lager hier aufgeben. Humbug oder nicht, es macht auf jeden Fall keinen Sinn, weiterzureisen. Nein, das macht es nicht. Ich plädiere auch dafür, für zurückkehren und den armen Zebediah ein ordentliches Begräbnis zukommen lassen, wie es sich für einen Christenmann gehört. Ach, Indianergeschwätz, sagt Sam Weston. Ihr glaubt doch nicht, was dieser alte Spinner hier erzählt. Lasst euch doch hier keine Bären aufbinden. Ich glaub das auch nicht, aber ich bin auch dafür, dass wir ihn zurückbringen und ihn begraben, so wie er es verdient hat. Es war Selbstmord, weiterzugehen, um irgendetwas nachzujagen. Ich glaube auch nicht, was die Indianer gesagt haben. Aber wir sollten schon einfach aus ganz profanen Gründen zurück. Sagt Walter. Ralph, was meinst du? Wie gesagt, wir haben den armen Zebediah gefunden und wir sollten seine Leiche hier nicht einfach quer durch die Gegend kutschieren, nur um auf gut Glück zu schauen, dass wir den Bären oder was auch immer es war, was ihn so hingerichtet hat, zu finden. Der Gute verdient ein ordentliches Begräbnis. Aurum, was mit dir? Ah, ich hab keine Angst vor irgendwelchen Teufeln. Mit meiner Elefantenbüchse hau ich noch jeden weg hier. Aber an mir soll's nicht scheitern, wenn ihr zurück wollt. Geh mal zurück. Hazel, was meinst du? Ach, wenn die anderen zurück wollen, dann geh mal eben zurück. Aber wehe, ich sehe irgendeinen von diesen Wölfen oder Bären hier. Benjamin? Ich bin auch dafür, dass wir die Viecher abknallen, die das hier gemacht haben, aber wir müssen ihn auch begraben. Ich denke, wir sollten zurück und nochmal vielleicht eine weitere Expedition machen. Weil erstmal hat das Begräbnis Priorität. Kreuzigt sich so. Na gut. Ich glaube, dann ist die Mehrheit für zurück. Dann lasst uns einpacken, dass wir noch so viel schaffen vom Weg wie möglich. Genau. Gut, damit macht er kehrt zurück zum Hundeschlitten und stoppt wieder durch den Nadelwald und gelangt bei immer dichterem Schneetreiben an die Stelle, wo ihr am Vorabend euer Lager aufgeschlagen habt. Es ist noch vergleichsweise früher Nachmittag. Ja, dann wieder quer, wenn sie. Vorsichtig, einer nach dem nächsten. Wie dicht ist denn das Schneegestöber? Haben wir irgendwie Probleme, Blickkontakt zu halten? Es hat schon ordentlich zugenommen, ja. Das ist schon nicht mehr einfach nur so ein leise rieselter Schnee, sondern da kommt richtig was runter. Es ist dicht. Ihr könnt das andere Ufer vom See auf alle Fälle nicht mehr erkennen. Ähnliches dreckiges Winterwetter. Wollen wir bei dem Wetter wirklich über den See? Oder wollen wir nochmal ein Lager aufschlagen? Sollten wir nicht zusehen, dass wir so weit wie möglich kommen, bis es halt nicht mehr geht? Noch können wir ein Stück. Haben wir noch eine Chance, bevor es dunkel wird, über den See zu überqueren? Oder müssten wir dann auf dem See vermutlich übernachten? Beim letzten Mal, bei vergleichsweise guten Bedingungen, habt ihr die Überquerung in 2 Stunden geschafft. Kann jetzt, da es davon auszugehen ist, dass es länger dauern wird, weil euch der Wind den Schnee so richtig um die Ohren treibt, definitiv länger dauern. Könnte eine knappe Sache werden. Ich lass mal so einen Blick über die Gruppe gleiten. Nun, ich schlage vor, wir kümmern uns, solange es noch geht, darum, dass wir unser Lager hier witterungsfest machen, bevor wir es in der Not auf dem See aufschlagen müssen und nicht genug Zeit haben dafür. Klingt vernünftig. Wilbur. Du konntest doch nicht schnell genug wieder zurückkommen. Naja, aber wahrscheinlich hast du recht, du alter Fuchs. Ich versuche ja nur, dass möglichst viele auch wieder zurückkommen. Ja, du hast recht. Lasst uns jetzt zügig das Lager aufbauen. Ich habe auch keine Lust mehr bei diesem Schneetreiben. Ich spüre meine Füße schon fast nicht mehr. Die anderen nicken mit.
Der Einzige, der ein bisschen knurrt, ist der Sam Weston. Aber gemeinsam versucht er, das Zelt aufzustellen, was bei dem stürmischen Wind nicht unbedingt ein einfaches Unterfangen ist. Gib mir doch mal so ein bisschen auf Glück. Mal gucken. Ja, Wilbur hat Glück. Benjamin auch. Beiden haben sogar sehr viel Glück. Oh, hui. Da sind doch eure Würfel, oder? Ich sage, von hinten auf wird's besser. Also zweimal extrem, einmal einen schwierigen Erfolg. Also das Zelt kriegt ihr problemlos aufgebaut. Ihr seid ein eingespieltes Team offensichtlich. Verankert das noch ordentlich fest an mit den Seilen an Bäumen und Wurzeln, die da irgendwo rausragen, damit dann der Wind da nichts machen kann. Hazel hat zusammen mit Sam wieder ein Lagerfeuer irgendwie in Gang gebracht, das allerdings bei dem pfeifenden Wind nicht wirklich großartig lodert. Die Küche wird also wahrscheinlich eher kalt bleiben. Ja, recht schnell. Düster ist es ja sowieso schon und im Wind draußen zu sitzen macht auch keinen Spaß. Verzieht ihr euch wieder ins Zelt rein. Wer macht die erste Nachtschicht? Oder können wir uns das bei dem Schneetreiben schenken? Ja, also irgendeine Form von der Wache sollten wir schon haben, auch wenn man nicht viel gucken, weit gucken kann. Aber so ganz im Schlaf überrascht werden möchte ich auch nicht von irgendwas. Wir sind eigentlich an dem Punkt, wo eigentlich auch ein guter Break dann drin wäre. Die zweite Session machen wir dann in dem zweiten Termin, den wir rausgesucht haben. Ja. Ja. Ja, hört sich doch gut an. Okay. Dann machen wir an der Stelle einfach jetzt gerade einen Cut. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, ich war etwas synchroner als ihr, oder? Das passt schon. Naja, dass du mit dir selber synchron bist, ist... Hey, ich mach das schon eine ganze Weile. Ich hab das geübt. Haupt nichts anderes hier. Noch irgendwelche letzten Fragen vorab? Wie war das mit dem W20 unterwürfeln, oder? Das nehme ich jetzt mal als unqualifizierten Beitrag für die potenziellen Outtakes. Aber dieses Piepen ist immer noch da. Ich hoffe, man kann hier nicht die ganze Zeit die Flugzeuge hören, sonst muss ich nämlich die Balkontür zumachen. Ich höre noch keine Flugzeuge. Ja, ich höre nur dieses Piepen die ganze Zeit. Ja, das habe ich auch im Ohr. Das finde ich auch nicht besonders gut, das nervt. Mal gucken, ob ich das, bei wem das drauf ist. Das ist jetzt ein bisschen an wie so ein Besetzzeichen. Ist es weg? Ja. 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 Gut, das Mikrofon ist dann doch empfindlicher, als ich gedacht habe. Hörer daneben legen hilft also gar nicht. Okay. Naja, sollte jetzt keiner mehr anrufen. Ja, dann hätten wir auch das Piepsen beseitigt. Du warst es also selbst. Ich war es selbst, genau. Ja, ich habe gesagt, ich lege den Hörer daneben. Ja, stimmt wohl. Bereit? Bereit. Jawohl. Da gibt es jetzt keinen Weg mehr zurück. Jetzt wird es kalt, bitterkalt. Weißt du, dass ich in deine Kugelschule, dass du mir da nicht drin. So, ihr seid noch ja. da? Ja. Ja. Ja, der kleinen Nachwuchsnotfall hier. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2018.